herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute geht es um die Kliniktasche. Was benötige ich alles für den Aufenthalt im Krankenhaus? Hier ein kleiner Überblick. Einmal die rutschfeste Schuhe, auch in die zum Duschen. Schuhe, die ich anziehen werde, Flipflops, falls ich in die Schuhe nicht hineinkomme. Meine Krücken müssen mit. Das ist mal die Kleidung, aber das zeige ich euch gleich im Detail. Dann muss unbedingt ein Tablet mit dem ich Videos runtergeladen habe, damit ich wenigstens ein bisschen beschäftigen habe. Meine Kopfhörer müssen mit. Die Kosmetiktasche kann ich euch schon zeigen. Da muss einmal die Zahnbürste mit, Duschgel, Haarshampoo, Make-up-Entferner. Da habe ich darauf geachtet, dass ich dafür kein Wasser benötige, damit ich nicht ins Bad rennen muss, um mich abzuschminken. Gesichtspflege und noch Parfüm- und Lippenpflege, Nasenspray, Haargummis und Mundspülung. Die kommt alles in die Kosmetiktasche. Es fehlt noch ein bisschen was, weil ich das eben für den alltäglichen Gebrauch noch brauche. Aber den Rest zeige ich euch. Ich habe es euch kurz gezeigt. Das nehme ich alles mit. Jetzt zeige ich es euch noch im Detail, damit ihr auch genau wisst, was ich jetzt meine, dass es alles richtig ist und alles, dass ich das mitnehmen soll. Also erstmal ein Handtuch. Ich weiß, es gibt dort welche, aber man hat meistens seine eigenen gern mit. Eins vorweg, Unterwäsche zeige ich euch jetzt nicht. Das erklärt sich von uns selber, dass man dementsprechend Unterwäsche mitnimmt. Ich nehme auch für den Aufenthalt ca. 3 Tage geplant. Ich nehme lieber 5 T-Shirts mit, auch aus dem Grund, dass man während der Operation mit einer Desinfektionslösung eingerieben wird, die einen Farbstoff enthält und der auch sehr, sehr schwer runtergeht und man nicht wirklich nach der Operation um die Wunde herumreiben kann. Und da kann es passieren, dass ein oder andere T-Shirt auch noch diese Farblösung abbekommt. Deswegen lieber mehr und auch Kleidung, die nicht, wo ich nicht wirklich böse bin, wenn das nicht mehr rausgeht aus der Wäsche, weil die Desinfektionslösung geht sehr, sehr schwer aus der Wäsche raus. T-Shirts jede Menge, dann habe ich, weil ich nicht weiß, wie es mir geht, ob ich wirklich eine Hose anziehen kann oder nicht, also Jogginghose oder eine Leggings, nehme ich auch noch ein Kleid mit. Das kann ich dann auch noch schnell überwerfen, es ist auch langarm, das heißt, wenn es kühler sein sollte, kann ich entweder die Langarm runterziehen. So, dann natürlich ein Pyjama mit einer Hose, einem T-Shirt und einem weiteren T-Shirt, weil ich nicht weiß, was kleckere ich an, was kleckere ich nicht an. Natürlich zum schnellen Überwerfen ein Cardigan. Bin ich generell ein Fan von, weil man hat ja auch den Venenzugang und eine Weste oder ein Pulli ist einfach zu kompliziert zum Ausziehen. Deswegen irgendwas Leichtes, Schnelles, was man so überziehen kann. Hoodie würde ich jetzt für den Aufenthalt nicht empfehlen, fürs Reingehen und fürs Rausgehen, ja. Aber das Ausziehen ist meistens kompliziert und man tut sich meistens mehr weh beim Venenzugang. Dann natürlich, falls es hoffentlich warm sein sollte und ich eine kurze Hose anziehen kann, 2 kurze Hosen. Die kommen natürlich auch mit. Natürlich kommen Socken mit. Ich habe auch lange Socken mitgenommen, falls mir mal kalt sein sollte und ich Socken überhaupt anziehen kann. Das weiß ich noch nicht. Ich werde es sehen. Und wenn es unnötig war, werde ich es natürlich euch berichten. Natürlich nehme ich auch mein Krankenhaus-Outfit mit, das heißt das, was ich am Tag der OP anziehe, das heißt, es ist einmal ein Hoodie. Ein Hoodie oder eine Weste, ich weiß nicht, wie warm es ist. Die Weste ist etwas dünner, der Hoodie ist etwas dicker, damit ich eben keine Jacke mitnehmen muss. Es ist ja Frühsommer, sagen wir so, und ich hoffe, dass ich es nicht brauche. Natürlich ein T-Shirt und die lange Jogginghose. Es reicht eine Jogginghose. Ja, ich gehe mit einer Jogginghose ins Krankenhaus. Eine Jeanshose macht dort überhaupt keinen Sinn, weil du wirst definitiv die Jeanshose nach der OP ja nicht anziehen. Das ist ein unnötiges Kleidungsstück, was man dann mitnimmt. Ich versuche natürlich sehr effizient wie möglich zu packen. Natürlich dürfen nicht fehlen meine Kopfhörer. Ich nehme auch kabelgebundene Kopfhörer mit. Mein Tablet, wo ich über Amazon Prime Videos runtergeladen habe, damit ich ein bisschen Beschäftigung habe. Es wird auch einen Fernseher dort geben, aber man kennt das, in dem Fernseher läuft halt nicht immer das, was man gerade sehen möchte. Natürlich fehlt noch das Handyladegerät, also ein bisschen technisches Equipment werde ich noch mitnehmen. Handyladegerät vom Tablet werde ich noch mitnehmen und natürlich meine Kosmetiktasche, die ich euch schon ein bisschen was gezeigt habe. Ich habe viele Sachen doppelt, deswegen habe ich es euch schon zeigen können. Ich habe noch in der Kosmetiktasche einen Spiegel drin, damit ich mich auch im Bett richten kann, damit ich nicht immer aufstehen muss, falls ich überhaupt in den ersten 2 Tagen nicht wirklich aufstehen kann oder beziehungsweise lang stehen kann. Ja, dann nehme ich definitiv noch mit vom Krankenhaus, weil ich die Voruntersuchung im Krankenhaus hatte.
die Mappe mit den ganzen Informationen. Die kommt definitiv mit, hattet die Folgeuntersuchung nicht im Krankenhaus. Müsst ihr natürlich alle Unterlagen mitbringen, alle Befunde. Aber das wird euch ja alles genauer gesagt im Arztbrief bzw. im Brief vom Krankenhaus. Natürlich nehme ich auch meine Krücken mit. Die habe ich schon vorhin einen Pi mal Daumen eingestellt. Das ist so ein kleiner Tipp von mir, weil meistens nach der OP kommt ziemlich spät erst die Physiotherapeutin. Und wenn man dazwischen auf die Toilette gehen muss, tut man sich leichter, wenn die Krücken schon das voreingestellt sind. So Pi mal Daumen. Sie müssen nicht hundertprozentig eingestellt sein, sodass ihr gehen könntet. So mit Teilbelastung der Hüfte. Probiert es aus. Ich habe es jetzt auch probiert. Ich habe es jetzt die Pi mal Daumen eingestellt. Bei mir war es damals so, wie ich beim Knie operiert war, dass die Physiotherapeutin erst 5 Stunden später kam zu mir und ich natürlich währenddessen auf die Toilette musste und ich wusste nicht, wie ich auf die Toilette gehen kann, weil meine Krücken waren auf Minimum noch eingestellt, weil ich es eben für den Transport kleiner gestellt habe. Das war ein kleiner Fehler, den werde ich jetzt definitiv somit beheben. So, heute ist der Tag der Operation, deswegen kann ich euch jetzt zeigen, was ich jetzt final alles mitnehme. Ich gehe es kurz durch mit euch. Das ist einmal meine Ladegeräte, Kopfhörer, die kabelgebunden sind, meine Brille, Bürste, ein bisschen Make-up nehme ich mit, ein Handspiegel nehme ich mit. Dann ist das, mit dem ich filme, beziehungsweise ich auch lesen kann und Filme schauen kann. Dann klemme ich einfach das Gerät einfach am Tisch an und tue mich damit so etwas leichter. Hier ist Ingwer-Shot, der muss definitiv mit, eine Kleinigkeit zum Naschen. Dann was Homöopathisches für Kopfschmerzen, weil ich nicht wegen kleinen Kopfschmerzen etwas nehmen möchte. Handcreme, weil der ist durch Desinfektionsmittel sehr die Hände austrocknen, Kaugummi mit meiner Schlüssel. Taschentücher und Brillenputztücher müssen definitiv mit. In den kleinen Beutel kommt dann gleich nach mein Schmuck rein, damit ich was habe, wo ich ihn rein tun kann, damit ich ihn nicht verliere. Diese kleine Geldbörse nehme ich mit, da sitzt meine Bankomatkarte, Personalausweis, E-Card und ein bisschen Kleingeld drin. Ja, und das kommt jetzt alles in die Tasche. So, alles ist gepackt. Das ist alles, was ich mitnehme. So, vielen lieben Dank. Das war mein kleines Kliniktaschen-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, ein Abonnement oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns die Tage wieder.